Und sind wir auch schon wieder direkt mit Level 23. Ja, ich habe jetzt gerade ein Mikrofon umgesteckt, weil das Problem mit dem Kragen, an der Kragenmontage war ganz einfach, dass ich jetzt vergessen habe, dass ich jetzt eher am Kragen montiert habe. Und wenn ich dann immer schon meine Kopfhörer abgesetzt habe, um kacken zu gehen oder um, ja, was macht ein Let's Player noch so? Um essen zu gehen, um sich Energy Drinks zu holen, whatever. Dann habe ich immer das die Kopfhörer abgesetzt, aber das Mikrofon an meinem Kragen vergessen und das immer schon abgerissen. Deswegen habe ich das jetzt an meinen Kopfhörer direkt fixiert und hoffe, also an den Kabeln, die vom Kopfhörer runterhängen, da hängt jetzt das Mikrofon dran. Ne? und jetzt habe ich gerade Tontest gemacht, ob das jetzt überhaupt noch, ob das Mikrofon nach dem letzten Abreißen überhaupt noch funktioniert, wegen Kabelbruch und so. Ich hasse dieses Level. Ja, deswegen ist auch egal. Warum funktioniert das überhaupt? Ist doch. Interessiert doch sowieso keiner Sau. Okay. Uah! Alter. Ich sehe den Typen da noch. Wie seht ihr da so schön drauf? Und wollte euch gerade sagen, ja, schaut mal diesen Typen an. Der ist doch so scheiße, ne? Und denkt gar nicht daran, dass ich mir in Deckung gehen sollte. Alter, was war denn das gerade? Ah, der scheiß Baum hier. Ah doch, der stört gar nicht. Doch, der stört. Ah, dieser scheiß Baum hier! Weg! Der Baum kostet mich jetzt schon an. Noch ein Schuss und er ist weg. Ah. Oder bin ich mit Feuer weg? Die haben relativ wenig Verteidigung, oder? Okay, einmal richtig und dann... Tatsächlich, die haben echt wenig Verteidigung. Einmal drauf zielen und abdrücken und der Typ ist weg. Wenn man denn abdrückt und nicht einfach stehen bleibt und die Typen bewundert für seine Heldentaten. Aber es ist wahrscheinlich wieder genauso wie bei Tower of Babylon. Ich sag erst nicht. Alter, ich will doch nicht mehr im Schussfeld, du Arsch! Na komm. Alter, da stehen ja gleich zwei nebeneinander, das gibt's doch gar nicht. Ah. Als wenn einer nicht schon reichen würde, ja? So, meine lieben Herren Map-Designer, wie viele braucht man von Ihnen, um einen Ronny zu ärgern? Einen! Gut, dann nehmen wir zwei. Einen, um ihn zu ärgern und einen als Backup. Und dann noch einen als Backup für das Backup. Und falls das Backup für das Backup weg fehlschlägt, nehmen wir noch ein Ride-System und fügen nochmal 5 hinzu. Kann er auch mal sterben hier? Alter! Hallo, ich würde gerne... Was ist denn da los, sag mal? Oh, Alter, der schießt sofort. Das macht doch überhaupt keinen Sinn hier. Was ist denn schon wieder? Ah! Och Mann, Alter. Och Mann, Alter. Ah! Wo bin ich? Da bin ich. Erstmal speichern hier. Den habe ich noch vergessen. Jetzt speichern. Da. Boah, Alter! Können die bei der Implementierung die wenigstens mal versuchen, realistisch zu bleiben? Wie können die mich bitte schön sofort ins Visier nehmen? Digga! Wie viel zieht der mir ab? 25, ja, geht. Aber die Reaktion ist halt einfach. Ich hab ihn nicht mal. Ich guck schon direkt drauf, ja.
Ich hab den Typen nicht mal im Visier und der schießt so direkt. Das ist... Oh, bald schießt der gar nicht. Weg. Holy moly, wie ich diese Viecher hasse. Vor allem, guckt euch die mal an. Ja? Das ist extra so als Spray programmiert, dass mich diese Waffen auch ohne Herrscher angucken. Ah, die doch jetzt doch nicht. Guckt mal, wie die alle mich angeiern. Ja, ich sehe dich. Dich sehe ich auch und dich auch und dich auch. Liebst du mich, die alle umbringen, ja? Einfach so... deren totes Stahlskelett einfach penetrieren, vergewaltigen. Wer schießt denn jetzt schon wieder? Misshandeln wollte ich noch sagen. Habe ich schon gesagt, oder? Keine Ahnung. So, okay. Wir sind hier, wir sind da. Ja, die ist klar. Jetzt müssen wir hier rein. Eigentlich von der anderen Seite, ist aber letztendlich auch egal, von wo wir reingehen. Ich gehe jetzt einfach mal von vorne rein. Oh, Alter. Beim Anvisieren stockern. Also jetzt der Rechner. Aber die Gegner können mich natürlich dann noch anschießen, ne? In dem Spiel geht es nicht nur um die Hölle, das Spiel kommt aus der Hölle. Aber ich muss da irgendwie hoch und die irgendwie von mir... Geronimo! War das dumm oder war das klug? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat es ganz schön viel Leben gekostet. Was? Hä? Och Mann, ernsthaft jetzt? Hä? Was ist jetzt mit den anderen Leuten? Der andere jetzt gar nicht reagiert oder was? Achso, sind schon alle tot. Ha! Oh, Alter. Nein, geh in Deckung. Wo ist denn der? Hä? 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 Wo bin ich jetzt? Da oben. Von da. Alter, ich bin doch bereits in Deckung. Jetzt schießt er! Das ist doch nicht mehr normal, Junge! Jetzt bin ich wieder hier vorne. Och Mann, ihr seid doch alle krankhafte Kranken. Oh, Alter, jetzt ist mir alles. Das ist doch. Das ist doch Willkür. Ich sehe dich. Komm her. Noch eine. Da. Jetzt kann man irgendwo raufklettern. Ja, hier kann man raufklettern. Aha. Genau deswegen nehme ich. Da oben hat sich gerade was bewegt. Oder? Ich hab Paranoia. Alter, wo denn? Da oben. Ist das behindert? So, jetzt sind wir so bisschen wieder hinten. Nein! Bleib doch unten! Jetzt kannst du hochgehen. Geh hoch! Los! Oha. Leute! Ernsthaft jetzt?
Fuck the shit, I'm out. Wo denn? Ach Mann, ey, jetzt komm. Oh, ich hab schon wieder nicht. Ich schick meine Oma ins Koma. So, jetzt komm her. Alter, das geht nicht, Alter. Ich muss ihn erstmal direkt umbringen und dann nochmal speichern. Hä? Och Mann. Jetzt habe ich gespeichert. Wo ist er jetzt? Oh, Alter, Leute. Da. Du kommst weg. Du kommst weg. Und jetzt wird gespeichert, damit ich jetzt mal meine Ruhe von den Viechern habe. Ach, hast du denn? Da war ja auch noch einer. Wo war der jetzt? Da ist noch einer. Da hinten ist noch einer. Oh, das ist die jetzt die, der Leichnam von dem einen. Nein, es ist tatsächlich einer. Wobei, nee, auf den hatte ich gerade gezeigt gehabt. Und das ist wirklich ein Leichnam. Oder? Ist der, lebt der noch? Der lebt! Holy moly, dieser Motherfucker lebt! Wo ist denn jetzt hin? Ich habe ihn doch jetzt gerade nicht umgebracht, oder? Der lebt doch noch. Alter, ich werde hier noch paranoid! Schizophrenie! Alter. Vielleicht hätte ich auch so gesagt, dass es so kalt im Zimmer wird. Ich kann mal das Fenster zu machen. Warum mögen Kabel eigentlich andere Kabel? Kabelsalate. So, da bin ich wieder. Beziehungsweise ihr seid da mitgekommen, da ich ja meine Kopfhörer und so mitgenommen habe und so. So, okay. Was? Digga. Sushi-Teller mit Omelette. Du Bitch. Sind da noch welche? Ich gucke mal ganz kurz. Weiter komme ich aber hier nicht lang. Ah doch. Na gut, ein Pinky. Ach stimmt. Ja, ja eben. Bei der vorigen Map, da habe ich ja überlegt, wie die Fischer hießen. Stimmt, die sind ja Pinky. Ja, gut, die werden mir jetzt aber gerade nicht böse. Und so weit können sie nicht springen. Die würden in den Fluss runterfallen. Gut. Jetzt die Viecher hier. Was habe ich gerade gesagt? Was habe ich gerade gesagt? Wo ist der andere? Der ist noch da oben, okay. Also, aber hallo, die hier. So, jetzt muss ich mir mal überlegen, wie ich die da oben loswerde. Als allererstes, wo ist denn der rosa Netz hin? Ist jetzt runtergesprungen? Ne, der ist noch da oben, okay. Oder ich stelle die einfach von hier aus. Das geht ja auch. Dazu müsste ich ihn aber erstmal rauslocken. Oh, sind da noch zwei? Oder kam der rote gar nicht von da oben, sondern war schon hier unten? Alter, diese Map macht mich so paranoid. Von überall kommen mir irgendwelche Gegner. Ist doch nicht mehr gesund. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier klarkomme, ohne zu sterben. Am besten wieder runterrennen, also schräg durch und dann. Rennen! Und das hat gut funktioniert. Findet ihr schon Arsch nice? Jetzt ist gleich schon nochmal auf der Seite. Bin ich nach links oder nach rechts gerannt? Ich glaube nach links, ne? Egal, ich probiere jetzt mal kurz hier lang. Das hat auch sehr gut funktioniert. Gut.
Jetzt kann ich mir den Typ nämlich von der Ferne abschnacken. Dankeschön. Na, kommt her. Ich warte nur darauf, dass ich hinter mir in den Fluss falle. Wo ist denn der? Oh! Ein Schritt weiter und ich wäre gefallen. Lol. Das ist wieder so typisch so, ich hoffe, ich falle nicht in den Fluss, sagte er und fiel in den Fluss. Von wo denn dahin? Alter. Ist hier so dunkel. Gut. Mal wieder raus aus dem dunklen Versteck. Taschenlampenbatterien sind teuer. Mindestens 3 Cent pro Stück. Achso, wir müssen ja rein. Da müssen wir erstmal gucken, bei welchem nochmal der Schalter war. Oh, einer lebt noch. Na, hier schon mal nicht. Hier höre ich keinen mehr. Dankeschön. Gut. Okay. Mann, ey, also jetzt muss ich vorzugehen. Klappe. Aua. Tut doch weh. Ich hab doch bloß Sandalen an. Ah ja, Lost Souls. Scheißviecher. Wer die erfunden hat, wusste, dass ich das Spiel spielen werde. Oh, da ist jetzt ein Cyber Demon. Mache ich hier schon auf? Ach stimmt, doch ist das Helmet eben da drinnen. Noch kommt er ja gar nicht raus. Wow. Digga. Oh, Alter. Das da. Boah, wie viele da sind. Wieso können die mich beißen, obwohl ich schon lange von dir weggerannt bin? Och Mann, Alter. Oh. Gut, lass ich erstmal. Oh. Ja. Nein, nicht mich hauen. Ich hasse euch alle. Dankeschön. Okay. What?
Okay. Diese Stühle, ey. Boing, boing, boing. Alter. Ja. So. Den Stuhl habe ich jetzt symbolisch unter die Türklinke geschoben. Heißt also, hier kommt keiner mehr rein. Der Raum ist damit gesichert. Oh. Das sicherste Versteck der Welt. So, hier ist nichts. Ja, ich habe zu viel Hexen gespielt. Ich gucke jetzt bei Camille immer, ob da irgendwelche Secrets sind. Wobei die ja bei Doom auch schon vorkam. Bei der 1 City Map, da war ja auch, dass bei dem einen Kamin da. Was auch immer. So. Hier waren die Pinkies. Digga, ich hab mal Pinkies, weil du kennst das Problem. Lass uns doch mal hier. Digga, wie kann er mich noch beißen, wenn ich ihn gerade getötet habe? Oder wie kann ich ihn getötet haben, wenn er mich schon gebissen hat? Das ist so... Mission Impossible. Töte ihn, während er mich getötet hat. Gut, da oben kann ich also noch nicht rauf. Das ist definitiv auch ein Ding, noch eine Möglichkeit. Dann gehe ich erstmal hier rein. Dankeschön. Und aufbleiben hier. So. Oh. Hätte ich mal ruhig mal eine blaue Umrandung hier machen können. Danke dafür. Na komm her. So, hier sind glaube ich auch welche drin. Okay, einer. Einer reicht aber auch schon. So, und hier oben wieder die Fall. Hey, komm ich noch gar nicht drauf. Doch. Mit Springen! Und da es Extermination Day ist, ist die Map definitiv für Springen gedacht. Nice. Oha, Feuerbälle. Ach ja, das war ja die Map, wo wir dieses riesige Lager haben. Heißt also, ich kann genau wieder mitnehmen, was ich möchte. Möchte ich das jetzt schon? Eigentlich. Na doch, komm. Warum nicht? Was man hat, das hat man. So, jetzt gehen wir außen rum, hier rum. Wie gern würde ich die jetzt einfach mitnehmen? Das geht wirklich nicht mehr. Ist ja interessant. Na gut. Wie gesagt, früher ging das, dass wenn man gegen gelaufen ist und dabei praktisch die Leertaste gedrückt hat, um das Ding praktisch zu benutzen. Dann ging es zwar nicht, aber wenn man beim Laufen die Renntaste gedrückt hat, also dieses Sprinten, und dabei die Leertaste gedrückt hat, dann hat man praktisch, konnte man sich mit dieser Waffe jetzt bewegen. Das war so ein kleiner Bug. Aber den haben die scheinbar echt behoben. Schade eigentlich. Ich meine, klar, ist ein Bug, der muss also gefixt werden. Aber trotzdem irgendwie ein bisschen schade. Fand ich sehr cool. Ah, siehst du, von hier aus geht es doch gleich viel besser. So macht man Gegner platt. Auch immer schön, wie die Waffen in den Gebäuden drin ist. Genauso wie der hier. Jetzt checkt er halt mit dem Bein drin, jetzt halt mit dem Kopf. Ach, diese guten alten Sprite-Renderings. Ja, siehst du, wir können. Das ist übrigens das Geile an GZ Doom. GZ Doom ist echt geil geworden. Ich weiß nicht, wann sie es hinzugefügt haben. Das war irgendwann bei der 3er-Version. Also diese Funktion ist noch nicht sehr neu. Du kannst, während du spielst, also während im Level, kannst du in die Optionen reingehen, bei Video Set Mode reingehen und den Renderer ändern. Du kannst jetzt also sagen, ich möchte mal diesen alten. So, meine lieben Damen und Herren, sah es früher aus. So hat man früher gespielt. Ja, Software Rendering bei der riesigen Map ist ungeeignet. Alter, wie die Sprites hier flackern.
Aber so, nur mit einer etwas höheren Framerate, sah früher das Doom-Dingsterbumster aus. Und da sieht man auch, wie sich die Texturen einfach nur verzehren. Halt, also man konnte genau genommen gar nicht wirklich nach oben und unten gucken, perspektivisch gesehen, sondern er hat einfach das Blickfeld nach oben und nach unten verweigert und den Sichtpunkt nach oben gesetzt. Wodurch praktisch die Illusion erschien, man guckt nach oben, aber in Wirklichkeit guckt man nur in einen verzerrten Raum. Und dann gibt es halt noch etwas später, also den gibt es dann auch schon etwas moderner als True Color. Und dann gab es den ersten Polygon, das ist praktisch der erste richtige 3D... Boah, der ist sogar schneller als der andere. Der erste richtige 3D-Renderer mit Software-Rendering. Naja, und heutzutage spielt man halt komplett... Also entweder kam dann später noch das hier, das ist praktisch das gleiche, hat aber schon Echtfarbenunterstützung, also 16-Bit bzw. 24-Bit, wobei ich glaube, dass die hier mit 16-Bit arbeiten. Und dann halt natürlich ganz modern, klar, OpenGL, also komplett per Grafikkarte. Also, das finde ich echt geil. Und wie gesagt, dass man umstellen kann, das gibt es natürlich schon immer, auch bei GZ Doom, aber dass man praktisch im Spiel, ohne das Spiel neu zu starten, das umstellen konnte, das ist relativ neu und das finde ich echt geil. Hatten wir schon gespeichert zwischenzeitlich? Keine Ahnung. So, wir gehen jetzt mal hier rein und säubern mal den Laden. Nein, Alter. Arschloch. Oh. Haha. Heul doch. Heul lauter. Genau das. Wow, 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 wow. Pikachu, ich will dich. Ach du Kacke. Ach du, Alter. What? Hier aus sind ja auch noch welche. Oha. Ach du Kacke. Oh nein, nicht Revenant. Nicht Revenant. Alles außer Revenant. Bitte. Ich zahle auch Steuern. Danke. Das mit den Steuern. Das mit den Steuern war übrigens gelogen. Ich zahle trotzdem keine. So, wo ist jetzt dieser scheiß Kakodemon? Da hinten ist er. Weil von den Kakodemons kommen mich hier jetzt, glaube ich, mehrere. Hat er mich gerade gebissen? Durch die Mauer durch? Alter, ich hasse diese Kacke. Da hinten ist noch ein Pinky. Ah, siehst du, da ist noch einer. Ich höre die Viecher schon 30 Kilometer gegen den Wind. Selbst wenn sie auf der anderen Seite des Globuses sind. Ah. Brauche ich? Ja, nehme ich. Dankeschön. Dankeschön. Gut. Genau hier war nämlich jetzt das Lager. Alter, so oft die Rüstung, Alter. Und wir können noch gar nicht rein, weil wir dafür die geile Karte brauchen. Ist schon hart traurig. Wie schön es blickt einfach. So, hier können wir auch noch nicht hin. Oder? Nee. Gut, hier haben wir jetzt den roten Skulp. Also Schädel. Dann gucken wir mal jetzt hier unten rein. Wo können wir denn jetzt mit dem roten Skulp hin? Nirgendwo. Okay. Okay. Wir haben einen nutzlosen Schädel. Macht nichts. Dann gucken wir jetzt mal ganz kurz um. Wobei das gerade eigentlich relativ dumm war. Ich glaube, ich könnte das sogar belassen. Später für diese Kackdinger, die von hinten kommen. Gut. Ich belasse die Fässer mal. Ich versuche die Fischer da drinnen umzubringen, ohne die Fässer zu zerstören. Die könnten sie... Oh Mann, Alter! War das gerade laut auf meinen Ohren, ey? Die könnten doch vom taktischen Vorteil sein. Nicht schießen! Oh, diese Idioten!
Warum schießen die, wenn ich schon längst aus dem Blickfeld raus bin? Ich glaube, die Aktion kann ich vergessen. Ich sehe sie aber auch nicht. Ah, nee, das wird nicht. Ihr Intelligenzbestien. Dass ihr gestorben seid, also für euch war selbst die Fässer zu schade. Vor allem so viele. Ah gut, lassen wir es dabei. Ah, die Dinger sind ja offen! What the fuck, wieso seid ihr offen? Stimmt, das war mir bei Doom for Doom auch schon aufgefallen. Bitch. Oh, da sind wieder ganz viele Revenants drin, auf die freue ich mich jetzt schon. Danke dafür. Da kommt man hier nicht rein. Gut. Meine Feuermunition ist sowieso schon aufgelevelt. Siehst du? Übrigens kann ich die aber damit... nein. Damit. Massakrieren. Ich verletze mich selber dabei? Ach scheiße, halt. Nein, das geht nicht. Da komme ich ja nicht mal in die Munition rein, wenn ich die verbrenne. Das war eine schmerzliche Erfahrung, aber es hat sich gelohnt. Dankeschön. 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 So, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder gehe ich hier rum, dann aktiviere ich aber automatisch auch gleich den Cyber Demon. Und werde gleich umringt. Wow. Gut, also kann ich den Weg gar nicht reingehen, ohne lebensmüde zu sein. Wir gehen also den Umweg. Ist auch nicht viel besser, aber wir haben zumindest eine Chance zu gewinnen. Oh. Nein. Holy moly! Es ging sogar einigermaßen. Och nein! Ja, Ella, schieß ihn ab! Töte ihn! Mach mich aus ihn! Mach mich stolz, Kamerad! Was machst du denn da? Noch nicht mich! Arschloch. Gut. Boah, Alter. Geh mal auf hier. Boah, Alter. Wieso kann der mich denn überhaupt treffen? Ich hab ihn umgebracht. Oder ist er nur umgeflogen? Boah. Nein. Fuck. Oh, oh. Dankeschön. Was denn schon wieder? Wer denn? Was ist hier los? Oh Mann. Ach, da hinten. Da müssen noch welche drinne sein. Ah, verstehe ich nicht. Okay, okay. Jetzt haben wir den Raum hier erstmal gesichert soweit. Da hinten freue ich mich schon wieder drauf. Vor allem jetzt auch wieder dieser überstarke Fuck-Arsch drinne. Habe ich gerade Fuck-Arsch gesagt? Ich bin so stolz auf mich. So, jetzt kommt der Cyber Demon. Und um den zu aktivieren, müssen wir jetzt durch das Portal. Komplett hirnrissig, ich weiß, ist aber so. Aber ich spreche vorher, weil... Deswegen, nur dafür habe ich gespeichert. Spaß. Das wird eine Mission auf Leben und Tod.
du Hure! Warte, hier draußen? Ach du Scheiße, okay. Ich muss auch noch mal raus, ich muss erstmal draußen die Viecher umbringen. Da draußen sind ja auch noch so eine scheiß Arschkanacken-Arschis. Ja, so heißen die. Wurde vom Komitee beschlossen. Oh, Nummer 1 ist tot. Nummer 2 folgt jetzt. Hä? Sieht ihr noch mehr? Einer klingt so extrem nah. Er ist nur so nah und doch so fern. Oh, er ist bereits tot. Das klang so extrem nah. Ich speichere mal ganz kurz und warte mal ein bisschen weiter aus. Oh. Oh. Dass die mich nicht bemerkt haben. Gut, aber mit denen werde ich auch fertig und zwar von hier. Ja, sowas ging früher übrigens überhaupt nicht. Weil das Problem ist an dieser Verzerrung, je weiter man nach oben und nach unten guckt. Nein. Desto weiter man nach oben und nach unten guckt, desto weiter wird der Raum verzerrt. Und wenn man sehr weit nach oben guckt, dann wird der Raum halt extrem verzerrt. Und dementsprechend wurde es halt nur bis 45 Grad zugelassen. Man sieht ja schon, wie scheiße das aussieht. Ah. Deswegen konnte man ja auch bei der originalen Doom Engine gar nicht nach oben und nach unten gucken. Das kam ja erst bei Hexen mit dazu. Von daher ist das eigentlich schon außerhalb des früher Machbaren. Aber die Engine, Quatsch, das Spiel wurde extra dafür erfunden. Also kommt ja aus der Neuzeit. Ist ja von Brutal Doom und Brutal Doom ist ja GZ gedacht. Von daher ist es hier bei der Map komplett legitim, einfach mal nach oben zu gucken. Da kann mir keiner was Böses sagen. So, jetzt habe ich alle beseitigt. Jetzt kann ich endlich meinen Plan von der Weltherrschaft realisieren. Na, ich bin von der Brücke geflogen. Das Problem ist bei diesem grünen Sicht, man sieht kaum noch was. Boah, Alter. Alter, da ist einfach noch so ein fucking... Verdrückung. So. Digga. Alter, ich hatte ihn schon zu einem Viertel fast, also auf ein Viertel reduziert. Nee, das funktioniert nicht. Ich muss schon wieder zurück. Alter, das kotzt mich hier gerade an mit dem immer wieder hin und her. Rennen. Also ich habe doch vorhin von... Ich habe doch extra hier geguckt gehabt. Alter, wie viele sind denn hier eigentlich? Alter, jetzt haben wir schon wieder fast alles abgezogen hier. Das gibt's doch ja nicht. Das ist doch Bullshit. Mit dünnstem angereicherter Bullshit.
Jetzt alle weg. So. Ich hoffe mal, jetzt sind alle weg. Das gibt's doch gar nicht, Alter. Da will man einmal in Ruhe kämpfen und dann funken einem die ganze Zeit irgendwelche Paparazzi dazwischen. Ich meine ganz ehrlich, haben die nichts Besseres zu tun, als den Job zu machen? So, jetzt versuch 573. Nein. Wir sind baden gegangen. Wie soll ich diesen Kack-Kack-Kack-Arsch? Muss ich den überhaupt besiegen? Nee, ne? Dankeschön. Ich versuche jetzt einfach mal so fertig zu machen. Das geht natürlich nicht, wenn man vergisst nachzuladen. Oh, Alter. Erst nachladen, dann speichern und jetzt feuern. Oh, Alter, ich krieg gleich einen Ständer. Trifft doch nicht andauernd. Treffen tun nur Feiglinge. Ach, der Baum hier. Oh, Alter, ich krieg hier gleich einen Fluss. Das ist doch eine Zumutung, das wird alles nichts mehr. Dieser Fluss hier. Wo geht denn der? Ach, der ist hier gleich. Ist doch behindert. Gut. Nächster Punkt. Ist aber genauso bescheuert. Ich krieg den auch nicht. Ich habe keine Ahnung, von wo ich den aus angreifen kann. Gut, von hier sieht so aus, als wäre das hier einigermaßen sicher. Na komm, da wird auch wieder Fluss. Kommt der jetzt oder nicht? Hallo? Wow! Der Typ kann Türen öffnen? Das war so nicht gedacht. Fuck! Das wird doch nichts mehr. Alter, das war jetzt aber echt mehr Glück als Verstand, ganz ehrlich. Auf jetzt. Dankeschön. So, einmal hier. Zweimal hier. Keinmal hier. Und zweimal hier. Oh. Meine Hände sind gerade voll verspannt. No. Nee.
Okay. Gut. Also wir haben jetzt, glaube ich, den roten, den gelben und den blauen Schlüssel. Wir müssen jetzt eigentlich alle haben. Oder? Launcher Set zu all Vehicle Dead Helicopter Match Tanky Shini Mini Mini Abus Mini Full Mana Risco Red Clip Ammo Ammo Clip Raffel Missile Waffe Waffe Schlüssel. Hey, wieso können die diese Liste hier nicht einfach mal nach Namen sortieren? Wonach ist es überhaupt sortiert? Ach so, nach Produkt-ID rückwärts. Das ist ja nett. Ich weiß nicht, wie das jetzt die richtige Reihenfolge gewesen wäre. Ah, keine Ahnung. Gut, achso, halt. So. Ah, das ist natürlich schon scheiße. Okay, also wir haben auf jeden Fall den blauen und den roten. Von denen weiß ich, dass wir die haben. Bei dem gelben habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, ob wir den haben. Den gelben brauchen wir aber soweit erstmal gar nicht. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal gucken, ob wir hier hinten reinkommen, weil den blauen, wie gesagt, den haben wir ja jetzt. Oh. Haha, dachtest du, das kann mich überraschen, hä? Immer die Leute, die denken, ich sehe sie von der Ferne nicht. Okay. Speicher. Ja, da müsst ihr wieder aufpassen, das ist diese Falle, die ich letztens meinte. Ich habe echt keine Ahnung, wie diese Falle gedacht ist. Das wollte ich gerade gar nicht. Ich wollte eigentlich gerade anvisieren, aber ist ja bei der diese Secondary. Ja, wow. Ich wollte doch noch zu meiner Mami. Gut, ach du Kacke. Was? Hört ihr mich? Oh, ist das ein Teleporter? Ach ja! Ach ja, hier bekommen wir ja die gelbe Karte her. What? Selten dämlich. Danke dafür. Also müssen wir wieder zurück. Oh, Alter, wie zockert das jetzt gerade so? Alter, ich wollte hochspringen, ihr Deppen. Jetzt habe ich schon wieder 10 Lebenspunkte verloren. Ja, den Fluss müssen wir nachher auch nochmal aufräumen. Da ist auch noch viel, schön viele Boni. Genauso wie hier. Gebe ich mir alle für nachher auf.
Ja, wo muss ich jetzt überhaupt hin? Da oben muss ich hin. Oder? Ja doch, genau, hier oben. Da müssen wir hin. Oh, ich glaub mal, nach dem Let's Play höre ich heute erstmal auf. Meine Schultern tun schon wieder weh, weil ich hier bei meinem Tisch eine relativ ungünstige Position fürs Let's Play habe. Oh! Hat ja schon gereicht. Sehr schön. Hier waren wir schon. Hier kommen wir her. Ach, ich sehe heute auch den blauen Skull. Da kann ich jetzt also auch mal rein. Haben wir ja jetzt. Aber hier waren glaube ich auch noch diese Kaktiker drin, ne? Ja. Wieso ist die Tür mir zu? Alter, ich wollte dich retten, du Arsch! Okay. Ja. Alter, wie soll man den bitte schon retten können? Das ist einfach nur unfair. Ihr verfickten Scheiß Fickifix. Das ist doch verflixt und zugenäht. Ist das doch. Hat ist doch geskriptet, diese Kacke. Der muss doch sterben. Alter, wieso? Da denkt man, man ist der coolste in der Hut, ja? Und da verkackt man bei so einem scheiß Viech hier. Die Wand hier. Ich könnte hundertprozentig wetten, dass hier hinter Secret ist. Aber ich weiß nicht, wie man da rankommt. Ich habe keine Ahnung. Na komm. Stark gefahrene Straße hier. Oh, ja doch, nehme ich gerne. Egal. Ich werde es wahrscheinlich nie herausfinden. Oh! Nett. Die sieht ja genauso aus. Na gut, dann ist es vielleicht doch kein Secret. Aber hier fällt ja diese Wand immer wieder auf, weil die immer so extrem anders ist. Die Wand ist anders als die anderen kleinen Mädchen in meiner Klasse. Okay. Jetzt haben wir alle Skulpe. Wir haben die gelbe Karte. Wir können also hier hinten in das links in das Secret können wir rein. Alles, was jetzt noch übrig bleibt, ist eigentlich oder sind eigentlich die Endgegner. Dann würde ich mal sagen, knüpfen wir uns die jetzt vor. Wie gehen die Dinger auf? Okay. Wie gehen diese Dinger auf? Ach, da oben war irgendwo ein Schalter.
Da oben war doch irgendwo ein fucking Schalter. Na super, habe ich gespeichert? Na, ihr Hunden. Ah, Bullshit. Dass man hier immer durch dieses ganze Labyrinth rennen muss. Oh. Überall sind hier Schalter. Ich komme mir wirklich langsam vor wie bei Hexen. Ich habe schon viel zu viel Hexen gespielt. Oh, wir können uns gleich mal hier ein bisschen bedienen. Eine reicht. Dankeschön. Werden wir noch mehr als genug brauchen. Bei den Endgegnern. So, wo war jetzt hier der Schalter? Hier war irgendwo ein Schalter. Ach, da. Aha. Okay. Jetzt habe ich eine... Ich habe eine ganz witzige Idee. Das Problem ist nur, man ist da nicht geschützt. Ich hoffe mal, das ist nicht die dümmste Idee, die ich jemals hatte. Denn das wäre schon arg traurig. Aber ich glaube, das könnte so tatsächlich was werden. Wow, das geht ja sogar. Was? Och Mann, Alter, ist das behindert. Man kommt ja gar nicht mehr zurück. Diese Dinger aber überhaupt den Schaden nehmen dabei. Nur wenn ich dran bin, dann nehmen die natürlich Schaden. Also lass jetzt gerade. Oh Alter, ist doch Bullshit, ist doch Betrug hier. Ich will zurück. Bitte, ich bin weggegangen. Aber die Idee ist schon mal gar nicht so schlecht. Es scheint zu funktionieren. Ich muss nur durchhalten. Und vor allen Dingen mal zielen können. Oh ja. Na, das war jetzt Bullshit. Hä? Also nach Laden darf man die Waffe nicht benutzen, sonst kommen nur noch Bugs. Na komm. Nein! Die Munition ist alle! Aber egal, wir haben fast alle besiegt. Hä?
Da hinten fehlt doch noch irgendwas. Okay. Okay, gut. Das hätten wir. Jetzt kommt der böse, böse Endgegner. Und vor dem ist ja ein Monster, also das Monster? Ja doch, genau, das Monster ist richtig, also dem. Deutscher Unterricht für Fortgeschrittene. vor dem habe ich echt ein bisschen Angst. Ich traue mich nicht, ich will nach Hause. Ich habe mich gerade echt selber in Flammen gesteckt. Wollt ihr mich verarschen? Boah, Alter. Diese Physik habt ihr doch gerade erfunden hier. Ich glaube, er ist tot. Ich glaube, ich bin der Bezwinger. So. Und jetzt darf ich wieder ganz schön viel Leben aufforsten. Wow. Wo kommen die denn her? Das heißt also erstmal Backpacks. Quatsch, doch nicht Backpacks. Medipacks suchen. Aber so eine rote, so eine blaue Perle habe ich nicht irgendwo, ne? So mega health. So was habe ich leider nirgendwo. Finde ich ja schon ein bisschen schade. Weil hier auch so viele Medipits gibt es hier doch gar nicht. Medipacks. Gott, was rede ich denn hier von der Scheiße? Eins. Oh, Rüstung kann ich schon mal alles mitnehmen, aber bei den Leben muss ich nur aufpassen. Wegen der angesprochenen Problematik mit dem Jugendschutz. Also wann denn jetzt nochmal? Danke. So, hier müsste noch einer gewesen sein. Perfekt. So. Damit können wir jetzt wieder runter in unseren Raum und uns langsam die ganze Boni einsammeln. War hier noch ein Secret? Nee, ne? Ne. Ach, hier wäre auch noch eins gewesen. Okay, da tanzen wir mal auf den Tisch. Kommt übrigens aus dem Mittelalter, weil damals haben die Leute wirklich auf den Tisch getanzt. Also gerade Leute, die jetzt hier so mittelalterliche Filme gucken, wissen das wahrscheinlich. Das war halt damals so Brauch, ja. Damals waren Tische noch ein bisschen stabiler als das, was man heutzutage bei IKEA kauft. Und dementsprechend massiv aus Holz und die haben auch das Gewicht von ein paar tanzenden Menschen wohlgemerkt. Ausgehalten. Und ja, die haben wirklich auf den Tischen gesteppt und getanzt und geweißt der Geier was alles. Also genau das, was ich gerade gemacht habe. Das war damals so gang und gäbe. Weil damals gab's, ja gut, klar, sowas wie Clubs, wo man richtig tanzen konnte, gab's damals glaube ich auch schon, aber jetzt nicht so als Szene-Club-Treffen, sondern damals war es halt eher
Kneipen, große Kneipen, wo man entweder auf der Tanzfläche halt getanzt hat oder aber eben auf den Tischen. Je nachdem, was Anlass war. Oh, hier ist noch ein Bug. Den hatte der Typ, der sich jetzt Mr. Koffein nennt, schon entdeckt gehabt. Wieder früher, das weiß ich gar nicht mehr. Gott. Jürgen, dann würde ich mal sagen, wir haben soweit alles. Jetzt kommt, ich hab selbst wieder vergessen. Wetten? Ist auch egal. Das war's denn mit der Map. Von daher. Wo geht's jetzt hin? Oh. Geht wieder hoch hinaus. Na komm. Lad schneller. Mach inne. Part Script Unknown Script 3. Interessant. Genau meiner Meinung. Stehe ich voll hinter dir. Kannst du dich drauf verlassen, kannst du das? Gut, würde ich mal sagen. Fange ich dann mal an, die ganzen Videos zu konvertieren und dann Stück für Stück hochzuladen. Mal gucken. Von daher, schau mit V.